Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Und Sascha ist schon auf dem Server drauf, habe ich gerade gehört. Alter. Der Dödel. Warum auch immer er das jetzt schon wieder gemacht hat. Ja, ich wollte gerade mein Taschentuch rausholen und bin aus Versehen auf Enter gekommen. Oh Gott. Bleib einfach im Ende-Bildschirm erstmal drin. Ja, Ich mache mir mal eben Bogen zum Verzaubern. Damit sind wir auch schon in der nächsten Runde, meine Lieben. Herzlich willkommen. Und ja. Hallo Sascha. Alter, das war ja schon wieder ein abrupter Start, sag ich. Werf dir mal einmal Keys hin. Eins der Keys, damit du eins der Keys so, ich hab mit dem Bogen kannst. Mit Stärke 1 nochmal hier für dich. Ja, ich kann nur. Ich höre doch hier einen Creeper laufen. Ich bin doch nicht blöd. Ich kann halt gerade nicht verzaubern, weil ich keine Level habe. Das heißt, ich wir sollten Level 2. Uns eigentlich. Ja, schön am Knistern, Sascha. Geil. Lecker Laugendrittel. Ja, super. Ich bin begeistert, Sascha. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen, Sascha, und jetzt mal ein bisschen weitergehen hier. Mhm. Ich pack das mal eben da hin. Das pack ich mal eben hier oben hin. Das pack ich da mal eben hin. Das pack ich da mal eben hin. Habe ich eins der Keys. Ein bisschen Kohle. Kohle habe ich eigentlich auch im Ofen. Ich baue jetzt die Sachen ab, Sascha. Das reicht mir jetzt. Na, ich bin noch das eine eben angeln. Ja, dann lasse ich dir einen Ofen noch stehen. Aber die anderen kann ich ja schon mal mitnehmen. Ja. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Dann kann ich das noch wegwerfen. Nämlich die Truhe müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir es aufteilen. Ein Stack Steine mit. Ja, ich guck gerade schon, dass ich hier ein bisschen Platz schaffe. Wieso soll ich eigentlich die ganzen scheiß Keys mitnehmen? Damit wir später nochmal Pfeile machen können zur Not. Ganz einfach. So, ich nehme mal die Schwerter mit. Das Schärfe 5 Schwert, das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Das Schärfe 3 Schwert lasse ich dir hier drin liegen. Das nimmst du mit. Und den Stärke 3 Bogen nimmst du auch mit. Damit du, falls du angegriffen werden solltest, reagieren kannst. Ich kombiniere auch nochmal eben die zwei Bögen mit Level Stärke 1. Ja. So, ich nehme noch einmal Sand mit. Wie viel Level hast du, Michi? 1. Meinst du, du könntest, wenn du das hier rausholst aus dem Ofen, noch vielleicht ein Level generieren? Auf gar keinen Fall. Schade. Mhm. So, was kann ich denn noch wegwerfen jetzt hier? Oh. Komm, die Werkbänke kann ich auch hier lassen. Du hast jetzt den Amboss, ich den Zaubertisch. Ja, dann nimm du den Amboss. Hast du noch Plätze frei im Inventar? Ein ganz bisschen habe ich wohl noch, ja. Ja. Wo habe ich den Amboss denn jetzt hingetan? Ach, der liegt hier drin. Witzig. Okay, auf jeden Fall das Schwert und den Stärke 3 Bogen musst du mitnehmen. Mit dem soll ich jetzt auch immer kämpfen, oder was? Mit dem Schärfe 3 Schwert noch nicht. Da kann ich dir nochmal ein Schärfe 0 Schwert geben. Nee, ich nehme einfach ein normales Billo-Schwert. Ja, hab ich dir gerade gegeben. Ich hab noch. Achso, schon. Okay, gut. Stärke 2 Bogen, kannst du die noch mitnehmen? Ah, mach ich. Kannst du noch Fisch mitnehmen? Und den Amboss noch. Geil. Und dann vielleicht noch Stein oder so? Kommt das? Warum hast du denn Birkenholz dabei? Also ganz im Ernst. Okay, wollen wir los? Und du hast die Truhen und alles, ne? Ja, ich habe alles. Hier sind einfach schon wieder Schafe. Da ist auch noch Kies drin. Soll ich den Kies wirklich nicht mitnehmen? Nee, wir haben jeder eins der Kies. Das reicht dicke. Hier sind noch wieder Schafe. Oh, geil. Ich kill die jetzt auch nochmal einfach. Weil Essen brauchen wir später. Ungemein viel. Ich kann nur nichts mehr auf. Ich lasse jetzt ein Eisenschwert hier liegen, ganz im Ernst, ne? Ja, wie gibt mir das sonst? Ja, liegt hier drin im Wasser. Aber es ist, ach komm, ein Eisenschwert ist auch Chili-Gol jetzt. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier hochgelaufen. Hier, andere Seite, links, rechts. Also hier. Guck, dreh dich um! Dreh dich um! Ah. So, okay. Ich würde sagen, wir laufen mal in diese Richtung ein bisschen. Oh. Was ist das hier? Was ist denn hier mit Kies? Das sieht doch aus wie gebaut, oder?
Das hat auch einer hundertprozentig gemacht. Aha. Ich habe übrigens mittlerweile auch gesehen, wo Triox, glaube ich, seine Base hatte. Also da würde ich wohl tatsächlich, glaube ich, auch hinfinden. Okay. Ich weiß allerdings nicht, ob das so krass sinnvoll ist. Ich würde eher sagen, dass das nicht... Oh, hier unten sind noch Schafe, jede Menge. Und Hühner. Ja, hier gehen wir hin. Sind Porzellan. Sternchen. Geh du mal von links rum. Porzellansternchen, alles klar. Ja, die heißen, glaube ich, so. Die Blumen. Kill du mal von links rum alle Schafe. Ich kessel die von rechts rum ein. Die haben keine Chance gegen uns. Jetzt habe ich die Wolle eingesammelt. Für das Fleisch, verdammt. Oh, ich muss noch was essen. Oh, hier rechts sind so viele Schafe. Kill du mal links da alle Schafe auf der Seite vom Fluss. Ich kill hier mal alle Schafe. Wir kriegen locker noch ein Stack Fleischzugang hier jetzt auf jeden Fall. Und Erfahrung bringt's auch. Dass wir erstmal hier Fleisch liegen lassen, das finde ich aber jetzt nicht so. Oh, ja, hier ist so viel Fleisch gerade, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Fleisch machen soll. Ich bin doch eigentlich Vegetarier. Nein, bin ich natürlich nicht. Ja, ich bin gerade unter dem Veganer gegangen. Ich esse nur Vegetarier und ich habe nur Fisch dabei hier, aber. Bist du ernsthaft unter die Vegetarier gegangen? Nicht im Ernst. Nee, nur im Spiel. So. Gerade kurzzeitig, weil ich halt nur Fisch habe. Naja, aber kann man Fisch essen, wenn man Vegetarier ist? Ja, glaube. Glaube? Das heißt, wissen Glaube nicht. Versetzt Berge mich, weißt du? In der Tat. Und die Berge sind hier bei mir sehr hoch. Hier ist noch Zuckerrohr, Michi. Ja, dann bau mal ab, Sascha. Gönn die auf jeden Fall mal. Alter, hier sind so viele Schafe, ja, das ist so mega gut. Alter, das hört gar nicht mehr auf. Haben die Spawnrate für Schafe hochgesetzt oder was? Muss ja wohl. Ich habe gleich fast ein Stack Fleisch, ne? Geil. Ungebraten und eingebratenes Stack habe ich schon. Also von daher, jetzt haben wir gerade tatsächlich keine Essensprobleme mehr. Wird aber auch Nacht, ne? Ja, das ist auch gut. Ich laufe mal hier den Weg rum, um die Insel weiter, quasi links rum orientiert. Also okay, gut, sehr gut. Ich habe auch noch ein Schaf. Mein Schwert ist auch gleich hinüber. Ey, Michi, hier war ich gerade noch um Catchen. Ja, mach doch. Das Schaf ist auch meins hier. Boah, hier sind auch ganz viele, Michi. Das ist ja voll das Eldorado für Schafe, wollte ich gerade sagen. Ja gut, für die Schafe jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber... Nee, jetzt nicht mehr, aber... Du bist eben gerade noch hier. Alles schön hier. Zusammen, du hast ein Schaf übersehen, Sascha. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf! Was ist denn hier los, Digga? Was ist hier überall los? Überall welche. Du kannst hier nicht mehr von übersehen reden, sondern einfach nur von... Das habe ich noch nicht gekillt. Oh, hier, oh, die ersten Mobs. Alter, hier ist ja übertrieben viel. Oh, das leckt immer. Ist da noch ein Huhn? Ich brauche Platz für Federn. Ich werf nochmal ein Schwert weg. Ich hatte wohl Platz, Michi. Ja, komm her, ich habe hier zwei Schwerter hingeworfen. Siehst du mich, wo ich bin? Ja, ich bin gerade. Ja, da habe ich die Sachen hingelegt. Zwei Schwerter. Jetzt habe ich mein Schwert weggeworfen, ich bin auch blöd. Muss ich jetzt nichts zu sagen, oder? Erspar dir die Blöße und sag einfach nein, du musst nichts dazu sagen. Wieso war das jetzt so? Wieso habe ich keinen Wassereimer mehr? Ich habe ein Stack Fleisch. Wieso habe ich meinen Wassereimer nicht mehr, Michi? Ja, Sascha, das ist jetzt eine Frage, die sich uns alle stellt. Wieso du keinen Wassereimer mehr hast? Hier sind auch Federn. Ja, sammeln wir mal auf. Manchmal fliegen. Ich kann alles nicht aufsammeln, weil ich hier keinen Platz mehr dafür habe. Ja, ich habe Hühnerfleisch und so wahrscheinlich dann alles. Hühnerfleisch habe ich auch mitgenommen. Ja, dann mach du das hier mal gleich. Ja, ich komme, hier sind noch zwei Hühner, die muss ich noch killen. Ich habe bestimmt schon 8 gekillt, also. Hier bei mir musst du auf jeden Fall ein bisschen rumgehen. Ja, ich lauf da nochmal hin. Wo bist du denn gerade? Wo chillst du denn gerade ab? Oh, ich kann auch keine Pfeile mehr aufsammeln. Ich habe hier gerade noch ein Skelett am. Ja. Ich kann keine Pfeile mehr aufsammeln. Siehst du mich? Negativ gerade. Dann links. Ich sehe dich auf jeden Fall. Hier links bei mir musst du auf jeden Fall bei den Bäumen musst du auf jeden Fall einiges aufsammeln. Hier sind Kartoffel. Geil! Hast du die Knochen aufgesammelt? Ich
kann die mir. Ne, Knochen habe ich werden aufgesammelt. Ja. Außer bei dir liegen da hinten noch welche. Nee. Oh ja, hier ist. Oh, hier ist richtig was. Was über Level liegen lassen, Sascha. Ja. Hätte ich übergelassen. Ich hätte eine Schaufel weggehauen. Ich glaube, Spinnen. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe keinen Platz mehr. Null. Nada, niente. Ja, wir müssen mehr verzaubern eigentlich. Hier ist überall noch Fleisch und Federn und. Ja. Was soll ich tun, Sascha? Was soll ich aufsammeln. Tun? Wo ist auch das Fleisch? So. Na gut. Hier ist halt noch Knochen. Ich wollte eigentlich ja noch Knochen mir mitnehmen. Aber ich habe keinen Platz mehr. Ich habe die Knochen, Michi. Ja, ich habe hier noch mehr Knochen, aber ich kann die nicht aufsammeln. Ja, dann mache ich das. Ja, lauf hier hinten nochmal hin. Da wo ich herkomme. Dreh um. Hier ist doch noch Eisen. Ja, ich habe. Das ist ein Eisen. Ich musste ein. Oh, hier ist ein kleiner Zombie irgendwo. Ich hab ihn gehört. Wo du hinläufst, wo du herkommst. Hier so? Ja, da so muss er irgendwie sein. Ja, bei den Bäumen oder eher weiter weg? Oh, hier ist noch ein Creeper. Ja, da so ungefähr. So, jetzt muss ich mir. Ich hab ihn gefunden. Dadurch ist der Creeper explodiert. Ah, ist ja egal. Wenn ich keinen Schaden kriege, ist mir das egal. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm zu dir. Wenn du sowas sagst, gefällt mir das nicht. Nee, alles gut. Ich hatte nur gerade ein Problem. Ich wusste nicht, was ich wegwerfen soll. Okay. Jetzt bauen wir schnell die Öfen auf. Oh nein. Ich bin auch rausgeflogen. Can't connect to server. Was ist denn jetzt los? Wir versuchen nochmal drauf zu gehen. 3, 2, 1. No further information. Ich glaube, dass der Server gerade eine Downtime hat und jetzt gerade gewartet wird. Ich starte mal Minecraft neu. Oh ne, ich glaube, ich habe gerade irgendwas Wichtiges weggeworfen. Wehe, das ist jetzt weg. Nein, wehe, da muss ich jetzt den Server nochmal neu starten. Jetzt würde ich ihn mir nicht ungern wach klingeln. Ja. Okay, jetzt muss ich eben OBS mein Spiel erkennen. Okay. Ich versuche nochmal drauf zu gehen. 3, 2, 1. Der Server ist offline. Server ist offline. Oh, nicht im Ernst. Das ist ja scheiße jetzt. Ich glaube, dass der gerade halt geresettet wird. Meinst du, der geht gleich nochmal wieder online? Ich würde es jetzt erstmal abwarten. Ansonsten müssen wir wohl leider sagen, dass das für heute erstmal die Folge war. Ja, ist ja mittendrin. Das ist ja voll kacke. Was sollen wir denn jetzt machen? Nee, ich meine ja nur, das ist ja. Okay. Ja, Leute, also dann würde ich jetzt erstmal sagen, war's das erstmal. Anscheinend ist Wenn das so. Wenn sich eine spontane Lösung doch noch findet, dann hängen wir die hinten dran. Genau, würde ich so sagen. So machen wir das, Sascha. Genau so machen wir das. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wenn man jetzt runtergegangen ist, ne, ob man jetzt wieder tot ist quasi. Das ist jetzt die Frage. Ja, aber wir hatten beide die gleiche Fehlermeldung. Ja, aber ich weiß nicht. Leute, wir werden es sehen. Entweder war das jetzt unsere letzte Folge oder morgen kommt noch eine neue Folge. Von daher schauen wir mal. In diesem Sinne sage ich erstmal. Jetzt gleich sogar, wie es weitergeht. Oder das, genau. Also ich sage erstmal tschüss, macht's gut, haut rein, ciao Sascha. Bye.